Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zum vierten und letzten Teil des Aufgabenpaketes Winterbetrieb im TS-19. Gut, dann legen wir direkt los. Und zwar geht es heute für uns ganz zurück bis nach Villingen, wo diese Aufgabe auch vor mehreren Folgen gestartet ist. So, Zugsicherung aktivieren, Türen sind bereits geöffnet. Und dann steht der Gaudi ja nichts mehr im Wege. Zug ist natürlich unverändert. Immer noch ein kleiner Regionalexpress. Wir sind im Steuerwagen unterwegs, geschoben von der Baureihe 110. Da steht noch ein Intercity rum. Der dürfte auch gleich loslegen. Jo, und immer noch tiefster Winter. Und ich kann auch an der Stelle schon verraten, das wird eine ganze Weile so bleiben. Bei den nächsten Folgen, denn ich habe mir unlängst ein Aufgabenpaket gegönnt. Von 3D-Zug, das war reduziert, stark reduziert, das ging für einen Fünfer her. Und ist alles so ein bisschen thematisch um Weihnachten im Winter herum angesiedelt. Ich würde mal sagen, das passt ja wunderbar zur Jahreszeit. Na, ich höre irgendwo eine Diesellokomotive. Ach, da drüben, die 218. Macht sich vom Acker. Sehr schön, okay, wir dürfen. Machen wir uns noch eine Instrumentenbeleuchtung an und schließen die Türen. So. Sollten geschlossen sein. Wunderbar. Dann geben wir mal Gas. Bremsen gelöst. Ja, wie gesagt, winterlich wird es weitergehen. Hier noch eine ganze Weile voraussichtlich. Ich habe halt mal so die ersten ein, zwei Aufgaben Probe gefahren aus diesem Paket, was ich mir gekauft habe. Und das macht schon einen ziemlich soliden Eindruck. Also da ist noch alles Mögliche mit dabei. Also das sind jetzt nicht nur blasse Aufgaben, sondern die sind auch noch schön garniert mit ein bisschen Funkverkehr, mit Durchsagen, mit 3D-Objekten, die sogar dabei sind. Also da sind offenbar auch so ein paar Weihnachtsszenen nachgestellt, irgendwie schön mit Weihnachtsbaum, Weihnachtsmarkt. Custom-Passagiere sind mit dabei, die man halt an den Bahnsteigen sieht, mit eigenem Gepäck, Koffer haben sie dabei, so Rollkoffer und alles mögliche mehr. Also das ist schon, und Tiere sind sogar an Bord. Ich habe irgendwie schon so ein Rudel, weiß nicht genau, was es war, wild beobachten können. Hirsche oder irgendwie sowas entlang der Strecke. Fand ich ziemlich cool. Also das wird auf jeden Fall, ich suche mir halt mal ein paar von denen raus. Ich werde sie natürlich nicht jetzt irgendwie die nächsten zwei Monate nur hier Winterwunderland fahren, aber ich schaue mir halt mal die besten an und nehme das dann entsprechend auf. Ist auf jeden Fall eine ganz vielversprechende Geschichte. Also es lohnt sich nach wie vor, diesen Adventskalender bei 3D-Zug im Blick zu behalten. Oh, ich werde viel zu schnell. Okay, passt. Weil da sicherlich noch ein paar Sachen kommen. Und das ist halt wirklich nur, also jeden Tag halt ein neues Türchen. Und das gilt aber dann auch nur für den Tag. Also da muss man dann auch direkt am selbigen Tage zuschlagen. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall noch, da jeden Tag reinzuschauen. Einfach bei 3D-Zug auf die Website gehen und direkt auf der Startseite findet ihr den Adventskalender verlinkt. Und ich hoffe mal, dass da noch ein, zwei nette Sachen dabei sein werden, die ich mir dann noch gönnen kann. Ja, ein paar ganz nette Güterwägen wären auch noch dabei gewesen. Das sind so Schiebewandwägen, aber da war ich leider einen Tag zu spät dran. Jetzt sind die halt wieder nur für den normalen Preis verfügbar.
Da war ich wohl zu langsam. So, der nächste Aufenthalt ist dann Engen. Dauert aber noch eine ganze Weile, in knapp 12 Kilometern. Sollen wir dort sein? Ich sehe schon, ich muss mal ein bisschen Gas geben hier. Okay, das sollte einigermaßen laufen. Okay. Lassen wir mal die Fahrstufen ablaufen. Sehr schön. Okay, wie war denn das? Also ich glaube so ungefähr Fahrstufe 11 bis 12, dann müssten wir die Geschwindigkeiten von 130 eigentlich ganz gut halten können. So, das sieht ganz gut aus. 130, genau auf den Strich. Schön, schön, die ganze Region hier in so einem winterlichen Kleid. In ein winterliches Kleid gehüllt. Durchaus nett anzusehen. Oh, perfekt. Sehr schön. Lokführerzug Nummer 44165 für die Fahrdienstleitung, bitte kommen. Ja, Lokführerzug Nummer 44165 hat. So, folgende Info für dich. Du hast in Engen HP0 und Wartezeit. Problem ist eine vereiste Weiche oben in Hattingen, deswegen ist dein Gleis momentan noch blockiert. Die Kollegen sind aber vor Ort, arbeiten daran. Dürfte im besten Fall nur ein paar Minuten dauern. Ja, Lokführerzug Nummer 44165, soweit verstanden. Vielen Dank. Alles klar, tschö. Tschüss. Gut, Dankeschön für die Information. HP0 in Engen. Da bin ich mal gespannt, ob es da auch irgendwas zu sehen gibt. Irgendwie Techniker, die bei der Weiche unterwegs sind. Durchaus denkbar. So, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Tempo verloren für meinen Geschmack, weil es hier doch relativ zäh bergauf geht. Aber hier beginnt ja sowieso schon der 120er Bereich. Ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Leistung. So, 80er Bereich voraus.
So, dann mal zügig herunterbremsen. Viel zu zügig, viel zu zügig. Oh, verdammt, verdammt. Naja, besser als eine Zwangse. Und da wir sowieso HP0 haben und voraussichtlich irgendwie ein paar, also zumindest eine kurze Standzeit haben werden, ist das jetzt an der Stelle mal nicht so dramatisch. Leider nur nicht gut für den Fahrplan. Aber das wäre auch noch schöner, wenn ich jetzt den vierten und letzten Teil tatsächlich noch erfolgreich abschließen würde. Schwer vorstellbar. So, da haben wir auch da schon das... Das nennt man dann, glaube ich, ein VR0, richtig? Ein Hauptsignal, also ein Vorsignal, was mir ein rotes Hauptsignal signalisiert, ankündigt. So. Ah, dann können wir es eigentlich direkt ausrollen lassen. Und möglicherweise sind wir sogar noch im Fahrplan. Wenn ich relativ spät erst bremse. Naja, ich brauche doch noch mal ein bisschen Leistung hier. So. Gut. Fahrplantechnisch müsste das noch in Ordnung sein, denke ich. Das sollte wohl noch im Toleranzbereich liegen. Sollen wir uns kurz ein bisschen umschauen? Also. Eingefrorene Weiche, hat er gesagt. Das kann ja dann fast nur diese hier sein. Ich sehe allerdings keine Arbeiter hier vor Ort. Das macht mich jetzt natürlich ein wenig nervös. Könnte aber auch eine von diesen Weichen hier vorne sein. Aber okay, das ist wahrscheinlich einfach nicht in der Form umgesetzt worden. Kann man auch nicht erwarten, ehrlich gesagt. Hier ist auch niemand zu sehen. Okay, wir dürften theoretisch schon wieder, aber ich vermute mal, das bleibt noch eine ganze Weile hier auf HP0. Türen kann man natürlich schon mal verriegeln. Die Bremse lösen und naja, also wenn wir uns jetzt mal wirklich strikt an die Regeln halten, dann darf ich jetzt auch nicht, gar nicht auf das rote Signal zufahren. Ist das überhaupt... Ach, das ist gar nicht unseres, oder? Moment, Moment. Welches ist denn unser ASIC? Ah doch, das hier vorne, okay. Tja, da vermute ich mal, das wird von alleine umschalten, früher oder später. Ja, das ist schon so eingeplant, glaube ich, weil aktuell ist ja, also planmäßige Ankunftszeit in Immendingen wäre 10:27 und die aktuelle voraussichtliche Ankunftszeit ist 10:24, deswegen denke ich mal, ist da auch bewusst so ein kleiner Puffer eingebaut, damit man das trotz des HP0s da vorne schaffen kann. Hm. Ich würde aber trotzdem einfach schon mal ein bisschen vorziehen. Auch wenn ich weiß, dass das nicht den Regeln entspricht.
Der 500 Hz ist auf jeden Fall aktiv. Das heißt, wir dürfen, glaube ich, nicht über 25. Wenn wir da mal geschmeidig drauf zurollen, dann wird da schon nichts passieren. Deswegen ist die Dauer der Aufgabe doch vergleichsweise hoch zu den anderen Abschnitten. Das ist hier eine knappe Stunde ist vorgesehen. Sieh mal an. Das ist auch eine 110, allerdings mit den Schweizer Waggons. Sehr schön. Könnt ihr euch bei RWA, glaube ich, gibt es die Dinger umsonst. Das ist Freeware. Sehr schön. So, wir haben grün, allerdings noch die Beeinflussung. Das bedeutet, Finger weg von der Dingsbums PZB-Freitaste. Denn bei der 500 Hz-Beeinflussung darf ich mich meines Wissens nicht befreien. Das heißt, wir rollen mal schön geschmeidig hier raus mit 25. So, Beeinflussung ist vorüber, dann können wir uns auch befreien an der Stelle und auf Streckengeschwindigkeit gehen. Und ich denke, ich habe alles korrekt gemacht. Das ist doch schon mal was. Aber es ist cool, immer mit diesen Fahrdienstleiter durchsagen und dann mal so kleine Betriebsereignisse aus dem richtigen, aus dem wahren Eisenbahnleben mit einzubauen. Finde ich schon immer einen ganz schönen Zusatz. So, und jetzt müssten wir doch auch schon auf diesem, ja, auf diesem älteren Streckenabschnitt sein, wo es auch eher langsam hergeht. Da schaut natürlich schon echt super aus hier im Winter. Bei der Hinfahrt war es ja doch noch relativ finster, hat man nicht so viel zu sehen bekommen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, Fahrstufe 9 scheint ganz angemessen zu sein hier bei der Steigung. Nettes Timing. Cool. Juhu. Wie viel haben wir denn noch vor uns? Also die Aufenthalte sind ja gar nicht so zahlreich. Bislang haben wir natürlich überall einen Haken. Das ist jetzt auch wahrlich keine Kunst bis hierhin. Okay, Immendingen, Donaueschingen und Willingen ist dann Endstation für heute. Da werden wir abgelöst.
So. Erinnerungsfoto ist auch geschossen. Ja, gar nicht so einfach, das hier einzupendeln mit der Steigung und dann ungefähr die 90 zu halten. So kann ich es, glaube ich, erstmal lassen. Fahrstufe 8 bis 9. Das sieht ganz gut aus. Okay. Oh, schwierig. Okay, der ist gut. Schön. Wie er sich da entlang schlängelt. Oh! Naja, der Gegenzug. Sehr schön. Sehr schön. Da ist aber eine relativ hohe Frequenz auf dem Gegengleis. Da ist nicht unbedingt wenig los. Ja, mal schauen, was uns sonst noch so entgegenkommt. Sind wir dann auch so langsam aber sicher hier auf dem Scheitelpunkt des Berges angekommen. Ja, mit so einer AFB wäre das hier natürlich schon ein wenig komfortabler, das Ganze. Aber jibbit's nicht. So, den hätte man nicht bestätigen müssen. Ich glaube tatsächlich nur bis zur 7 muss man halt bestätigen. 8 und 9 glaube ich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber ich mach's halt trotzdem. Also kann ja durchaus mal irgendwas schief laufen im TS. Hier oben machen wir uns mein Licht. Ja, wunderbar. Dann haben wir die Tempo 80 auch direkt erreicht. Formsignal zeigt auch Freifahrt. Ah, sieh mal an, da waren nämlich, glaube ich. Naja, wobei, das ist jetzt allerdings nicht direkt eine Weiche, wo die gearbeitet haben. Aber ich glaube, das könnte natürlich auch sein, dass das hier jetzt einfach die Wartungsarbeiten... Oh, ich werde viel zu schnell. Ja klar, es geht jetzt auch wieder bergab gleich. Vielleicht sollten das hier gerade eben die Wartungsarbeiten darstellen. So, zum Glück war jetzt gerade kein Geschwindigkeitsprüfabschnitt hier auf der Strecke. Sonst hätten wir nämlich, naja, wir wären halt runtergebremst worden. Der nächste Containerzug rollt Richtung Schweiz.
Ja, sehr schön. Nett anzusehen, gerade mit der Kurvenüberhöhung, wenn sie einem da so in der Kurve entgegenkommen. Das sieht schon sehr nice aus. So, jetzt geht's wieder bergab. Das heißt, ich muss versuchen, da einfach immer ein bisschen gegenzusteuern. Nicht zu schnell werden. Ich frage mich ja, ob ein realer Triebfahrzeugführer das genauso machen würde. Also immer leicht gegenbremsen, aber es bleibt einem ja eigentlich nichts anderes übrig. So. Immendingen kommt langsam in Reichweite. Unter 2 Kilometer. Was sagt der Fahrplan? Ja, eng. Also es ist halt echt auf dem Punkt, wie ich finde. Also eine Zwangse und schon hast du verloren. Aber müsste eigentlich noch klappen. Stand jetzt. So. Ah, Fahrplan wird schon wieder ziemlich knapp. So, dann mal zügig zum Stehen kommen, damit wir auf jeden Fall noch unter einer Minute sind. Ja, allerdings auch so, dass der ganze Zug an der Bahnsteigkante steht. So. Und ja, das müsste auch noch passen. Türen geöffnet. Da haben wir auch noch ein HP0 erstmal. Ah ja, okay, der hat wohl Vorrang hier, der Kollege. Der dürfte auf jeden Fall schon. Der hat schon ein grünes Signal. Jo, ich fange nochmal schnell ein Bildchen ein. So, hat der FDL entschieden, der Regionalbahn nach Lauchringen. Das ist dann der hier vorne, der Kollege, nehme ich an, oder? Das heißt, ja, wir müssen jetzt einfach noch ein Stückchen warten. Unter Abwägung aller Folgen. Ach, die Zugzielanzeige. Ja, vergesse ich jedes Mal. Machen wir wieder ein RE draus, würde ich sagen. So. Na schön, Türen kann man natürlich schon mal schließen, keine Frage. Okay, jetzt macht er sich auch vom Acker. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen ärgerlich, dass der vor uns fahren darf. Ich würde doch mal behaupten, dass wir vielleicht sogar ein bisschen flotter unterwegs sind. Naja. Oh, wir haben schon grün. Krass, okay. Türen sind zu, ja? Alright.
So, aber wir haben noch die 500 Hertz-Beeinflussung. Also erstmal Vorsicht. Okay. Aber ansonsten ganz normal freie Fahrt am Hauptsignal. So, dann dürfen wir befreien uns und gehen auf Streckengeschwindigkeit. Und das möglichst zügig. Ah ja, da tanken die offenbar. Cool. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Cool. Okay. Na, dann mal die Signale im Auge behalten. Ich vermute doch fast, dass der vielleicht auch ein paar mehr Zwischenhalte hat und dass wir dementsprechend auch nochmal ausgebremst werden. Oder ist der jetzt hier auf dem linken? Der ist auf dem linken Gleis unterwegs. Ach, sieh mal einer an, das ist ja interessant. Ja, dann liefern wir uns doch ein kleines Rennen mit dem Kollegen hier. Servus, Regionalbahn. Ich bin der Regionalexpress, der große Bruder. Na gut, dann vermute ich mal, das wird wohl der gewesen sein, der vor uns raus durfte und dass wir dann entsprechend jetzt auch einfach freie Fahrt haben. Gehe ich doch mal von aus. So, das sieht ganz gut aus. Da vorne kommt dann nochmal ein 120er Abschnitt kurzzeitig, bevor wir dann auf 140 gehen dürfen. Freie Fahrt. Okay, das läuft. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch eine ganze Weile keinen Gegenverkehr bekommen. Schön sind es ja schon, die Formsignale, ne? Das hat doch was. So, dann können wir nochmal 20 km/h draufpacken. Das ist ein GPA, wo wir gerade vorbei sind. Die Magnetenansammlung hier. Das sollte der Geschwindigkeitsprüfabschnitt gewesen sein. Ah ja, da kommt jetzt schon der erste Gegenzug. Wieder ein Güterzug.
So, Geschwindigkeit passt. So weit, so gut. Fahrplan. Fahrplan. Ach, sieh an, der letzte hat schon wieder nicht gezählt. Obwohl wir halt tatsächlich noch in der Minute nach der planmäßigen Ankunftszeit waren. Das ist ja wirklich, Entschuldigung, beschissen. Mann. Weil ab hier, bei den letzten beiden Stationen, hätten wir sowieso keine planmäßige Ankunftszeit gehabt. Ja, das ist ja super ärgerlich. Ja. Keine einzige der vier Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Immer wegen irgendeinem Kleinkram. Und ich glaube, es war tatsächlich nur einmal eine Zwangse dafür verantwortlich. Ja. Naja. Was soll's. Was hilft's, über verschüttete Milch zu klagen? Man könnte es ja aufwischen. Das wäre vielleicht... Naja, egal. Schwupp. Nice. Ja, dann gönnen wir uns aber auch ein paar Außenperspektiven, wenn wir es jetzt eh schon wieder, oder wenn ich es eh schon wieder verkackt habe, hier die ganze Geschichte. Let's enjoy the winter wonderland. Mit 140 km/h. Boah, das war echt ein langer Blockabschnitt, ne? Der ist mal richtig lang. Ja, perfekt. Also Fahrstufe 9 für 139 km/h in der Geraden. Das scheint ziemlich ideal zu sein. Aber ich würde natürlich... Naja, gut. Fahrplan ist mittlerweile ja sowieso egal. Cool. Das City... Jawohl. So, jetzt dürfte dann auch... Naja, ein paar Meter haben wir noch. Müsste gleich das nächste Vorsignal kommen. Knapp 200, 300 Meter dürfte das auftauchen. Naja, 400 Meter. So, da sind die Barken. Okay. Immer noch freie Fahrt, aber wir können die Fahrstufen schon mal ablaufen lassen. Und langsam aber sicher anbremsen. So, das sieht nach einer ganz vernünftigen Bremsung aus hier. Das sieht sogar nach einer sehr soliden Bremsung aus.
Fast schon wie im Lehrbuch. Bringen wir die Kette noch so zum Halten, dass wir auch noch über der Bahnsteigsüberdachung sind. Kleiner Kundenservice meinerseits. Türen sind geöffnet. Er ist immer wieder cool hier. Der hat aber auch jedes Mal... Die Klamotten sind auch random, oder? Kann es sein? In so einem Sakko habe ich den aber noch nicht gesehen, glaube ich. Hier den Kollegen. Den Kollegen Musikfreund. So. ASIC ist grün. Türen sind geschlossen. Und er bewegt sich. Was war das denn gerade für ein komisches Geräusch? Kam das von den Güterwägen da hinten? Merkwürdig. Gut, dann ja, Endspurt. Letzter Abschnitt, die letzten 14 Kilometer bis Willingen runter. Fast schon schade, dass es dann schon wieder vorbei ist. Also das war jetzt echt eine richtig schöne Aufgabenreihe. Also schöne Zugkombination mit der 110 und dem Steuerwagen. Und langsam fühle ich mich auch direkt heimisch hier. Echt eine schöne Geschichte. Kann ich nur empfehlen. RE Winterbetrieb, so heißt das Aufgabenpaket, vierteilig. Richtig starke Sache. So, letzte Kurve und dann dürfen wir beschleunigen. Auf 130. So. Ab hier haben wir jetzt Tempo 130. Blick aufs Vorsignal. Okay, wir können Gas geben. Sehr schön. Dem Feierabend entgegen. Jedes Mal wieder. Das gibt's ja nicht. Schön.
Ja, für diesen RS1 muss ich auch mal ein paar Aufgaben raussuchen. Bin ich, glaube ich. Also gefahren bin ich den schon, aber ich glaube, ich habe noch nichts aufgenommen. Kann mich zumindest nicht erinnern. Also diese kleine, die kleine Regiobahn, die uns gerade entgegengekommen ist. Ich habe den eigentlich vorwiegend deswegen gekauft, weil der halt doch in relativ vielen Aufgaben einfach als KI-Verkehr auftaucht. Aber den kann man natürlich auch fahren. Für die Strecke Berlin-Leipzig habe ich da neulich eine Aufgabe gesehen. Die muss ich mir mal näher anschauen. Das klingt eigentlich ganz cool. Da ist man halt mit diesem, dieser kleinen, mit dem RS1 halt als S-Bahn in Berlin unterwegs, offenbar. So als Aushilfe. Stelle ich mir ganz witzig vor. Auch wenn die Kiste wirklich gewöhnungsbedürftig ist. Also wenn man den fährt, der ist schon, wie soll ich sagen, fühlt sich so ein bisschen rustikal an. Ein bisschen sehr rustikal. Nicht richtig wie eine Bahn irgendwie. Also kein Vergleich mit dem, was wir jetzt hier gerade durch die Gegend kutschieren. Das ist halt schon eine richtige Eisenbahn hier. Für mein Empfinden zumindest. So, weiterhin freie Fahrt. Ah, wunderbar. Schöne Lok, schöner Zug. Was will man mehr? Und eine vernünftige Tröte hat er auch. Ne? Der hat ja auch die Hohe und die Tiefe. Und die Tiefe klingt eigentlich schon ganz cool. Ja, so schon klingt einfach nach Lokomotive. Cool, cool. Den hier meine ich. Der kommt schon ganz gut. So schaut's aus. Was ich mich auch die ganze Zeit schon frage, hier mit diesen ganzen Schneepflugtafeln, da gibt's ja schon relativ viele. Oh, auch schön hier der Autozug. Wie ist das denn in der Realität? Das wäre mal eine spannende Frage. Muss man da tatsächlich jedes Mal manuell den Schneepflug tatsächlich heben und senken? Ist das wirklich so? Oder geht das irgendwie mittlerweile automatisch oder so? Ich meine, das ist natürlich im TS überhaupt nicht umgesetzt. Und da hätte man ja wirklich richtig viel zu tun. Vor jeder Brücke, ich glaube vor jedem Bahnübergang. Bei den ganzen GPAs, die hier verbaut sind, müsste man überall kurz den Schneepflug heben. Das wäre mal noch interessant zu erfahren, wie das in der Realität ist. Auch einiges los hier an Rollmaterial. Ein paar Dieselloks schön links im Bild zu sehen. V60 müsste das gewesen sein. So. Naja, und auch wenn die Aufgabe jetzt offiziell zwar nicht als bestanden gilt, ich finde trotzdem, das war insgesamt eine ganz solide Nummer hier meinerseits. Möchte ich mal betonen an der Stelle. Ich glaube, es war gerade mal eine Zwangse dabei bei all den vier Aufgaben. Ich hatte halt Probleme mit der Türsteuerung. Das war sicherlich auch mein eigener Fehler, aber ansonsten sind wir doch echt gut durchgekommen.
keine massiven Verspätungen gehabt. Also das war ja alles relativ überschaubar, so im 1-2-Minuten-Bereich, wenn überhaupt. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung, mit meiner Performance. So, Endstation Willingen ist erreicht. Lassen die Fahrgäste noch aussteigen. Riskieren einen kleinen Rundumblick und dann sage ich an der Stelle auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es voraussichtlich weitergeht. Auf jeden Fall mit was Winterlichem und so langsam aber sicher wird es dann von den Aufgaben her auch schon ein wenig weihnachtlich werden. Bis dahin und macht's gut.